Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch, fair. Heute mit dem ökologischen Fußabdruck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Alle zwei Wochen ja hier eine neue Episode und wir freuen, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz egal, wo ihr auch aktuell unterwegs seid, zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, ihr kommt gerade von der Arbeit oder was auch immer ihr macht. Unser heutiges Thema dreht sich um Folgendes. Österreich gehört zu den Ländern, bei welchen der Pro-Kopf-Verbrauch von weltweiten Ressourcen mit am höchsten ist. Der Durchschnittsverbrauch bei uns liegt schon so hoch, dass, wenn alle auf der Erde so leben würden, wir fast vier Erden bräuchten. Daher sind Österreich sind in Österreich bereits seit dem 6. April 2023 alle Ressourcen für dieses Jahr verbraucht und wir leben auf Kosten der Natur und vieler anderer Länder, die mit weniger auskommen, quasi müssen. Wir sind damit an zwölfter Stelle unter den Ländern, welche an der Spitze des Verbrauchs liegen. Der Tag, an dem eigentlich alle Ressourcen für das Jahr verbraucht sind, nennt man Welterschöpfungstag oder auf Englisch Earth Overshoot Day. Der Tag kann für jedes Land individuell bestimmt werden. Die gute Nachricht, wir können unseren persönlichen ökologischen Fußabdruck, der eben den Ressourcenverbrauch ausdrückt, drastisch senken. Damit sparen wir nicht nur weltweite Ressourcen ein, sondern auch den Ausstoß von Treibhausgasen und einiges an Geld, das für viele auch immer knapper wird. Wir möchten in dieser Episode aufzeigen, wie viel wir allein mit unseren täglichen Handlungen bewirken können, abseits von der Wohnungssituation, der Heizung, ob wir ein Auto haben oder nicht. Dazu sehen wir uns heute speziell die Dinge an, die wir ja auch als Pure vermitteln. Also pflanzenbasiert, unverpackt, das Zero Waste-Thema, regional, Kaufen und Mobilität und ethisch fairen Umgang mit Mensch und Tier. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gleich mit uns zusammen euren ökologischen Fußabdruck berechnen und das Potenzial an Einsparungen, die ihr habt. Den Link zum Rechner, www.mein-fußabdruck.at, den findet ihr gleich natürlich dann auch noch hier in der Factbox zur heutigen Episode. Jetzt erstmal ganz viel Spaß. Und äh, lasst uns gemeinsam unseren ökologischen Fußabdruck senken. Schön, dass ihr heute alle dabei sind. Ähm, wir sind heute äh, am Esstisch. Wir haben gerade etwas sehr feines asiatisches, gehabt, etwas selbstgekochtes. Wir sitzen jetzt hier mit ein bisschen Tee. Es ist ausser schon recht. Dunkel und ja, ob jetzt kalt. Wir haben es fein dahin in der Runde. Ähm, ich begrüße euch alle nochmal recht herzlich. Äh, da sind jetzt der Martin und die Anne-Kathrin und ich, die Karin. Ähm, wir möchten heute gern über den ökologischen Fußabdruck reden, weil der Monat ein ganz spezieller Tag war. Das werden wir jetzt noch hören, was es genau mit dem Tag auf sich hat. Und äh, als allererstes ist, ja, ist vielleicht die Frage zum Klären, was der ökologische Fußabdruck überhaupt ist. Äh, wie man das messen kann, gibt es da eine Einheit oder wie funktioniert denn das? Martin, du hast dich da informiert, du genau. warst da Bescheid, magst du uns einfach gerade darüber erzählen? Ja, Karin, gern. Also jeder von uns hat ja einen bestimmten Lebensstil und benötigt dadurch natürlich unterschiedliche Ressourcen. Und diese Ressourcen kommen natürlich von Flächen, von unserer Erde. Das können Flächen sie für die Herstellung von Nahrung, Kleidung, für die Energieerzeugung, die Mobilität, fürs Wohnen, für den Konsum, für die Unterhaltung und so weiter. Platz für den ganzen Müll, den wir natürlich auch produzieren. Und die Summe der Anteile der ganzen Flächen. Aus derner leitet sich der ökologische Fußabdruck ab. Jetzt ist es natürlich so, dass auf einem ganz großen Teil der Erde kaum Ressourcen angebaut oder abgebaut werden können. Zum Beispiel die Antarktis in der Wüste, Gebirge, abgelegene Meere und so weiter. Nutzbar blieb dann eigentlich nur noch eine Fläche von ca. 12 Milliarden Hektar. Und das nennt man die ökologische Kapazität, die unsere Erde so hergibt. Ja. Und das sind natürlich wieder ganz unterschiedliche Flächen, wie Wälder, Abbaugebiete, Kohle, andere Ressourcen aus der Erde, Flächen, wo die für die Landwirtschaft genutzt werden, aber auch Meere und See sind da dabei, also so Fischgründe. Und damit jetzt das Ganze einfacher berechnet werden kann, weil man halt so viele unterschiedliche Flächen haben, haben Forscher, die 12 Milliarden Hektar an unterschiedlichsten Ressourcen zusammengefasst, Sozusagen wir gemixt und an Durchschnittstoß gemacht. Und das ist dann das Flächenmaß für einen ökologischen Fußabdruck, der globale Hektar, kurz einfach GHA. Und wenn euch das Thema noch mehr interessiert oder ihr es jetzt noch nicht geblickt habt, kein Problem, wir haben da für euch ein YouTube-Video verlinkt vom Geografie Simple Club, in dem das nochmal genau erklärt wird. Das Video ist echt super. Ja, und die 12 Milliarden Hektar, das klingt jetzt eigentlich schon mal nach einer recht riesigen Fläche. Ähm, dennoch sind die Ressourcen knapp. Mhm. Hört man. Was ist denn genau das Problem? Sind denn wirklich zu wenig Ressourcen umma oder ist es einfach bei der Berechnung irgendwie ein schiefgelaufen? <laughs> das wäre schön natürlich, wenn es schiefgelaufen ja. wäre. Aber es ist halt so, wenn man den Verbrauch von allen Ländern zusammenrechnet, also Reiche und auch Arme. Dann bräuchten wir aktuell sogar 1,7 Erden. Ähm, es ist nämlich so, die Ressourcen sind noch nicht ausgegangen, weil die Menschheit noch nicht allzu lange so ressourcenhungrig lebt und weil es eben auch viele Menschen gibt, die aktuell mit sehr, sehr wenig auskommen müssen und sogar hungern oder auch verhungern. Und wenn wir jetzt in Anführungszeichen die zivilisierte und modernen Länder wie Österreich anschauen, die eben nicht nur 1,7 Erden brauchen, sondern sogar bald vier und sogar noch mehr Erden bräuchten. USA braucht ja noch mal mehr. Wenn alle so einen Lebensstil hätten wie wir, dann wird schnell klar, dass wir eben auf diese auf die Kosten von anderen leben und wir eigentlich wirklich dringend handeln müssten. Besonders weil eben viele andere Länder jetzt auch mal aufholen und eben auch einen ähnlichen Lebensstil haben wollen wie wir. Ich finde das, was du gerade vorher gesehen hast, ist so extrem. Das meine ich den Verbrauch von Ressourcen in so kurzer Zeit eigentlich mega beschritten haben. Also, ich weiß es mhm. nicht genau. Ähm, aber wenn ich jetzt logisch nachdenke, ist das vielleicht ein Zeitraum von vielleicht 100 Jahren. Weniger wahrscheinlich, Weniger. Ja. Mhm. Das tut mir so krass. Wenn man denkt, wie alt die Weltgeschichte ist und wie lange der Mensch da hat, hat das Jahrzehnte, Hunderte, Millionen Jahre geschafft, einfach, ich sage jetzt einmal, in einem gesunden Maß zu Arbeiten. Mhm. Und oft mal äh, gibt es Einfach eine Übertreibung aus irgendeiner ähm, aus Not oder irgendwie einfach, weil das vielleicht auch im Gen von Menschen drin liegt. Das ist einfach, ähm, einfach eine Tatsache, die mich öfters schon sehr schockiert hat. Ja, und der Punkt ist ja auch der: ähm, Es wird ja oft gesagt, ja, wir sind ja halt einfach zu viele, das ist ja dann ganz klar, dass es das ein Problem gibt. Aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie wir leben. Und das wollen wir uns eben heute anschauen. Genau. Und bei Pure haben wir ja unsere Pure-Formel pflanzenbasiert, unverpackt, regional und ethisch fair. Und dir möchten wir heute mit euch zusammen, ihr könnt also gleich mitmachen, auf einem ökologischen Fußabdrucksrechner anschauen. Mit dem wir diese Puremäßigen äh, Handlungen igent im Fußabdrucksrechner. Ähm, dazu können wir jetzt zusammen mal den Fußabdrucksrechner aufrufen. Die Webadresse ist www.mein-fußabdruck.at mit SS, ne? Äh, Findet noch in der Factbox in den Links und der Rechner zeigt ähm, einerseits der Flächenverbrauch, also diese GHA, die globalen Hektar, aber andererseits auch die Klimawirkung, also der Ausstoß von Treibhausgasen. Der Rechner ist ganz neu. Ähm, hat das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Innovation und Technologie, so einen langer Name hat es. Das. das haben sie neu erarbeitet, dieser Rechner. Es hat davor ein Alter AG, und nicht so ganz gestimmt hat bei den Zahlen. Ähm, und dann schauen wir uns jetzt an. Ja. Ähm, jetzt möchte ich noch, bevor wir das anschauen, Martin. Wir haben äh, vorher gesehen, dass der Monat ein ganz besonderer Tag ist. Ähm, das hat der Bernd schon mal kurz angeschnitten vorher. Möchtest du noch vielleicht genau sagen, wenn der Tag ist, ist das klar berechnet worden für Österreich und was ist das für ein spezieller Tag? Warum? Was ja. ist mit der Berechnung? Das ist dieser Welterschöpfungstag. Also es gibt einen weltweiter Welterschöpfungstag. Ähm, da ist ja bisschen später, weil es viele Länder gibt, wo ja mit weniger Ressourcen auskommen und es gibt so sehr ressourcenhungrige Länder wie äh, die USA, Saudi-Arabien. Aber dann kommt auch bald mal ähm, Österreich an zwölfter Stelle und ähm, der, der Ressourcenhunger, oder wenn eigentlich die Ressourcen für das jeweilige Land aufgebraucht sind, so der Kopfverbrauch, das kann man sich für jedes Land individuell ausrechnen. Und für Österreich ist es 2023 der 6. April. Das heißt, am 6. April hat Österreich eigentlich alle Ressourcen verbraucht und lebt auf Kosten von Andere. anderer. Länder, Kosten der Natur. Und mhm. auf Kosten unserer Zukunft. Mhm. Genau. Wir sind jetzt auf dem Rechner, mein-fußabdruck.at. Ähm, und das ist eben dieser Rechner für den Fußabdruck für Österreich. Und warum eben speziell für Österreich? Weil wenn man den Fußabdrucksrechner aufruft, denn sie haben ja schon mal der Durchschnitt, was die ÖsterreicherInnen so verbrauchen, beziehungsweise was die so für einen Fußabdruck haben und für ein Klima Ausstoß bzw. Treibhausgasausstoß. Und das schauen wir uns jetzt an. Also wenn es der Rechner hat, dann finden wir da auf der Website ein gleich loslegen. Da klickt man mal drauf. Jetzt können wir entscheiden, möchte man einen Schnellrechner oder einen Detailrechner. Wir entscheiden uns für einen Detailrechner, weil wir mal ähm, den Rechner so verwenden, dass wir diese ähm, pure Handlungen eingeben und schauen, was können wir rein mit Handlungen bewegen die wir sozusagen vor jetzt auf gleich umsetzen könnten. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man jetzt das Auto verkaufen oder dass man jetzt äh, die Heizung duschen in, in der Wohnung oder im Hus, sondern einfach Handlungen, die wir direkt umsetzen können. Also jetzt, vielleicht sogar live, während ja. ihr hier zuhört und mit den Rechner macht, könnt ihr währenddessen ja auch schon Dinge verändern. Schauen wir mal. Entscheidungen treffen, genau. Und dann gehen wir weiter auf äh, Los geht's. Ganz unten. Und jetzt kommt es ja schon mal so ganz oben, dass also eine Übersicht von, äh, von den einzelnen Säulen von diesem Rechner. Also da haben wir so eine grüne, eine blaue, äh, so eine pinke, gelbe, orange und eine graue Säule. Und das sind die einzelnen Bereiche von dem Rechner. Da geht es um die Ernährung, ums Wohnen, um die Mobilität, um den Konsum und die graue Säule ist der graue Fußabdruck da jeder halt oh hat das ist der gesellschaftliche Fußabdruck äh, dann können wir nicht direkt beeinflussen aber die vorderer vier Sühler okay dann starten wir mal wir starten gleich mit der Ernährung und ähm, wir starten gleich beim P von Pure und dort gleich die erste Frage im Rechner pflanzliche Ernährung ernähren Sie sich gänzlich ohne tierische Produkte also vegan und wenn man wenn man so ist wie wir wenn man rein pure lebt also P wie pflanzenbasiert, dann sagen wir da gleich mal ja. Und was wir dann beobachten, dann Bam, hat, boah, genau, die erste Säule, die rasselt gleich komplett runter. Also wir sehen, was die pflanzliche Ernährung für einen riesen Impact hat. Welche Überraschung! <lacht> <lacht> ja, echt Wahnsinn. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, das hat mich wirklich extrem überrascht und nochmal mhm. bestärkt. Dann können wir uns noch entscheiden, ist die pflanzliche Ernährung anteilsmäßig äh, ja viel bio dabei manchmal das ist so der durchschnitt wann immer möglich oder kaum kaum Und dann geht es wieder hoch also bleiben wir mal in der mitte bei manchmal habe ich sich, ähm, ändert sich ja bio ändert sich ein bisschen, aber nicht so extrem mhm. wann immer möglich das wird noch mal besser bei bio mhm. ja bei manchmal aber nicht wahnsinnig. Also wirklich die Entscheidung pflanzlich oder nicht hat jetzt mhm. den allergrößten Ausschlag gemacht. Na, spannend. Nutzen Sie einen Garten ist die nächste Frage. Und das ist jetzt halt eine Sache, die man vielleicht nicht gleich verhüttet auf morgen ändern können. Aber wird natürlich auch einen Einfluss haben, wenn man eigener Garten hat. Mhm. Oh, wenn man vielleicht ähm, Gemeinschaftsgärten hat oder vielleicht an der Solavi angehört. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo mhm. man könnte sagen, Nutzen Sie einen Garten. Ja, so oder wie. Mhm. <laughs> ja, das ist eine gute Idee. Also, das könnte man auch relativ schnell umsetzen ja. eigentlich da. Genau, da können wir selber mal was geben wenn er da wirklich selber einen Garten haben, was abbauen und nutzen. Da wird sich der Fußabdruck vielleicht auch leicht ändern. Aber wir haben es auch probiert, da hat sich jetzt nicht viel zu. Aber ja, da haben wir mal dahingestellt. Also wir lassen es raus jetzt mal. Lassen wir es mal raus. Mhm. ist jetzt nichts, was wir vorher heute auf morgen ändern können. Aber das ist der nächste Punkt, die Getränke. Also wir könnten zum Beispiel vermehrt. Leitungswasser trinken statt äh, Flaschenwasser. Das also heißt, ich hake das Leitungswasser an und das Flaschenwasser hake ich ab. Ändert sich vielleicht leicht was. Das Bier, das haben wir angehakt. Das ist eben der Durchschnittsösterreicher, der ungefähr. Muss doch realistisch bleiben. <laughs> die Softdrinks, die können wir mal an- und abhaken, aber da tut sich sehr wenig, es geht leicht hoch. Fruchtzechte, Kaffee, Grüntee und so weiter. Ja, könnt ihr auch hocken, wenn er möchtet. Da wird sich minimal was ändern. Aber Leitungswasser ist schon mal ganz gut, dass man halt weniger Müll produziert. Wir haben ja super gutes Wasser in Vorarlberg. Und man spart Geld, das ist schön. Genau. Und dann ist noch die Frage: ähm, Verwendet man Einweg oder Mehrweg? Ich klicke, das da, klicke da mal das Mehrweg an. Gott wieder minimal nach unten. Ähm, dann geht es eben schon um das Thema Zero Waste und um das Thema Unverpackt. Wegwerfen und verwenden. Ähm, achten Sie darauf, Lebensmittel nicht zu verschwenden. Ähm, ich achte manchmal darauf, wenn wir Pure leben, dann ist das sehr wichtig. Ja, das ist mir sehr wichtig und dann Gott da wieder. Weht nach unten, der Fußabdruck. Relativ viel. Jetzt nicht ganz so viel wie jetzt die vegane Ernährung. Ganz weit nicht so viel, aber Lebensmittel nicht wegwerfen bringt natürlich schon wieder mhm. mehr. Und dann Gott schon in die Regionalität. Achten Sie auf regionale. Lebensmittel, und da können wir auch sagen, das R in Pure, ja, immer, wenn das möglich ist. Und dann sehen wir auch, der Unterschied Gott wieder leicht nach unten. Mhm. Wobei es mich da überrascht, dass es nicht so viel ist, mhm. ja. weil regional bedeutet ja wenig Verkehrswege. Mhm. Und da ja. hätte ich gemeint, dass durch Schiff vor allem oder vielleicht Flugzeug, in manchen Sachen, Mehjungs macht. Interessanterweise ist es aber eher das Saisonale, was ausmacht, sollten wir jetzt ja. gleich mal sehen. Klickt man aufs Saisonale mhm. und das macht ja. einen größeren Schritt, das das Regionale. Ah. Mhm. Mhm. Das ist nämlich das, was man häufig gar nicht bedenkt, eigentlich, das Saisonale mhm. überhaupt, oder? Weil wir haben ja alles im Supermarkt mhm. und ähm, da gibt es einfach rund ums Jahr dieselben Dinge. Mhm. Und deswegen denkt man da gar nicht so drüber nach, aber dass man das regional äh, besser ist, das mhm. haben wir schon alle mal gehört. Ja, ja, Avocados sind böse und so. Ähm, aber dass das mhm. Saisonale tatsächlich mehr ausmacht. Mhm. Genau. Ja. Ich habe auch äh, gehört, dass wenn du den Körper ist auf die Breiten Breitengrade anpasst, das heißt, wenn es jetzt im Winter tatsächlich weniger zum Essen gibt, dann ist der Körper biologisch auf das vorbereitet. Mhm. Also, also er kommt klar. Er kommt klar. Mit dem, was mir haben. Ja. Das ist doch eine gute Nachricht. Mhm. Also, regional und saisonal ist ein. Macht es nicht so viel los, bei weitem nicht so viel los wie die pflanzliche Ernährung, aber ist trotzdem natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und dann sind wir schon bei U für unverpackt. Achten Sie darauf, womöglich Verpackung zu vermeiden. Da sind wir auch beim Durchschnitt bei manchmal. Und wenn man da wieder, ja, immer wenn möglich kommt, dann springt es natürlich auch wieder leicht nach unten. Mhm. Aber auch nicht so arg, wie man oft das Gefühl hat. Also, ja. mhm. wenn man mit Leuten so redet, dann ist es ja okay, wir lassen den Strohhalm weg und ähm, nehmen eine einen Jutebeutel mit zum Einkaufen ist ja dann schon, wow, jetzt hast du die Welt gerettet. Aber mhm. es macht was aus, aber nicht so unfassbar viel, wie man vielleicht meint. Mhm. Genau. Und dann sind wir eigentlich mit der Ernährung schon durch. Also wir haben die Ernährungssäule mit der pflanzlichen Ernährung deutlich äh, verringert. um also fast drei Viertel, hm? Ja. Ja. Mhm. Wow. <laughs> da haben wir jetzt nur noch 0,4 GHA, weil man also mit der Maus auf die Säule fahrt, dann sagt er ah, Ernährung 0,4 GHA und am Anfang war sie natürlich wesentlich höher, da waren das äh, über mhm. weit über ein GHA. Mhm. So, dann es unten weiter auf die auf den Bereich Wohnen und was man es natürlich nicht vor auf morgen ändern können ist, äh, die Anzahl unserer Wohnsitze, die Größe unserer Wohnung. Mehrere, natürlich. <lacht> Klar, bitte. <laughs> Ob, ähm, mehrere Leute, äh, Leute der Wohnung wohnen oder, ja, Leute der Wohnung wohnen, das kann ich genau. uns auch nicht verhütten auf <laughs> <nennen. lacht> ähm, also, aufrufen, wer mit dem Martin zusammen an der Wohnung wohnen will, ja, das <laughs> genau. ökologischen Fußabdruck <laughs> soll sich melden, bitte. <lacht> <lacht> um, aber um, wird das Dach begrünt und so weiter? Ja, wäre eine Idee. Da sind also mhm. gleichzeitig so ein paar Ideen drin. Um, aber es gibt was, das wir für heute auf morgen ändern können. Muss ich dazu ich bin jetzt da schon beim Heizen, beim Warmwasser. Art der Heizung und Alter der Heizung kann ich auch nicht ändern. Die Zimmertemperatur könnte man leicht senken. Mhm, ja. Also statt im Durchschnitt 22 Grad könnte man auf 20 bis 21 Grad gehen. Oder vielleicht sogar, wenn man nicht so da tut sich aber schon ein ist, dann tut sich schon gegangen ist ja. Ich jetzt mal, bin jetzt noch human und kann von äh, 22 auf 20 bis 21 Grad, dann tut sich ja mhm. beim Fußabdruck die Temperatur in Nebenräumen absenken, ja, da tut sich sogar noch mal mehr. Ui, also wenn man m -m. sagen im Schlafzimmer, da kann die Heizung eigentlich komplett abschalten und im äh, Was nicht? Ja, im Abstellraum. Eingangsbereich, haben wir das jetzt Eingangsbereich, genau. Tut sich auch wieder was. Um, wir erzeugen sie Warmwasser. Das kann man nicht direkt ändern. Das mhm. ist die nächste Frage. Aber was man wieder machen können, der Umgang mit dem Warmwasser. Um, sorgsam. Und da tut sich auch natürlich wieder was. Mhm, also, das Wasser nicht laufen lassen beim Zähneputzen, nicht ständig baden, sondern kurz duschen, mhm. hilft auch schon. Eben genau, das ist die Frage: Was ist sorgsam? Es ist so ein bisschen im mhm. Empfinden von, von, von jedem Diener. Mhm. Ja. Oder? Die anderen sagen, heißt du schon unbedingt? Die anderen sagen, na, no, so quer Abstreckung. Morgen doch ganz gut. Ja, sehr sorgsam, wie wenn man es früher gemacht hat, dass man eine Badewanne macht und da baden sich alle drin. Die ganze Familie, genau. oder? Die ganze, die ganze WG, Familie. noch besser. Einmalig Sehr, sehr pure. Hm. <laughs> da steige ich aus. Aber was wir auch noch ändern können, das ist immer ein super Tipp, ähm, der Strom. Man kann natürlich erstens mal auf den Stromverbrauch achten. Da haben wir jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 4500 Kilowattstunden pro Jahr. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen geringeren Stromverbrauch, indem man halt ähm, entsprechend auch mal äh, Standby-Geräte abschaltet oder sich dann einmal äh, beim Kauf für bessere Geräte mit einer besseren Energieeffizienz entscheidend, dann hat man natürlich auch ein besserer. Also was ich mir irgendwann mal tatsächlich angewöhnt habe, ist ähm, am Abend wirklich alles ausstecken. Und das, da habe ich mir geholfen, indem ich Steckdosen leisten habe. Ihnen einen mhm. Ausschalter haben und da halt einiges dranhängen habe und das bringt auch schon mal ein bisschen was. Also ja, ja das wird jetzt auch nicht die Welt äh, verbessern, wenn ich nur das mache, aber es ist schon ein bisschen was. Oh. Weil eben, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich einen neuen Kühlschrank kaufen. Also ja, morgen vielleicht, aber heute werde ich es nicht schaffen. Mhm. Aber nicht durch der, der alte Kühlschrank, auch wieder Müll. Ja. Das muss ein bisschen Relation braucht, würde voll ja. voll ja Und jetzt unterm Stromverbrauch kommt noch, welchen Strom besitzen Sie am Wohnsitz Nummer eins. Von ihrem Anbieter. Und da könnte man natürlich äh, sehr empfehlen auf den Ökostrom zum Umstieger. Und dazu hat sich wieder ziemlich viel. Und das kann ich jetzt sofort machen, oder? Das, kann, das ist was, was man sofort machen kann. Man geht auf die Seite der VKW, Ilwerke, mhm. Ilwerke VKW, wie auch immer, und äh, mhm. meldet sich zum Ökostromtarif an. Und dann sind wir schon wieder beim nächsten Bereich, wenn wir unten auf Weiterklicken. Und zwar bei der Mobilität. Wie viele Autos äh, nehmen Sie regelmäßig für Ihre Mobilität in Anspruch? Ja, dann kann man sagen, nutze ein Auto oder ich bin nur mit Taxi oder Carsharing oder gar nicht mit dem Auto unterwegs. Da sieht man natürlich sofort, wie das äh, extrem wit nach unten springt, wow, wenn man kein Auto nutzt. Aber wir sagen jetzt mal, wir nutzen ein Auto. Wir blieben jetzt einmal bei dem, was man verhüttelt auf mal ändern können. Aber mit dem Auto. Schauen wir halt bewusst, dass wir weniger unterwegs sind. Und da könnt ihr jetzt selber entscheiden. Ähm, standardmäßig sind da 11.800 ähm, Kilometer pro Jahr AG für das Auto. Hm. Das ist der Durchschnitt. Das ist anscheinend der Durchschnitt für Österreich. Nee, okay, ich bin überrascht. Natürlich nicht. Ich glaube, es ist nicht der ich Durchschnitt für, für die anderen Autohand, sondern. Vor allen. Vor allem die Autohand und Core autohändler hm. Also es würde eigentlich sogar noch höher sein. Ui, ist Höhe. höher ich glaube, dass das von der in Voradelberg schon ein bisschen höher ist. Also ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe einen relativ weiten Arbeitsweg gehabt und ich bin im Jahr auf knapp 33.000 gekommen. Und da ist eben 11.000 sehr wenig. Das ist wenig, ja. Ich glaube, wenn ich ein Auto gehabt habe hab ich, schon, um die, ich schon mindestens fast 15.000 äh, Kilometer im Jahr mhm. drauf gekriegt. Und da sind sie jetzt im Durchschnitt AGB 11.800, aber klar, mhm. das kann sie, das ist über den ganzen Durchschnitt mhm. gerechnet natürlich. Österreich, die Wiener so haben geht. da wo sind hier ein bisschen weniger. Mhm. Wobei wir in Vorarlberg, ja, das muss ich jetzt hier lobend sagen, als Zugreiste, äh, wir sind Platz zwei, was den öffentlichen Verkehr angeht in ganz Österreich. Also mhm. wir mhm. sollten eigentlich nicht schimpfen, mhm. weil wir können überall hinfahren, okay. wenn wir wollen, mhm. ohne bis sie mehr Zeit haben. Okay, dann würde ich mal sagen, beim Auto, Gehen wir mal an, wie viele Kilometer fahren Sie mit dem Auto pro Jahr? Wir sagen, ja, wir leben sehr pure. Das ist das Thema RW Regional und nutzen auch die regionalen Verkehrsmittel, sind öfters mal mit dem Fahrrad unterwegs, mit Bus, Bahn, vielleicht mit Carsharing und äh, sperren uns einige tausend Kilometer. Ich schalte jetzt mal runter von, äh, von den 11.000 auf, äh, sagen wir, 6.500 und da sehen wir halt, Mhm, äh, das ist natürlich sehr rein. individuell, ob ich das Auto für die Arbeit brauche, mhm. wie auch immer. Also Aber knapp man da schon ein, ein Viertel kommt mhm. weg mit mhm. der ja. Wenn man das wirklich hinkriegt, warum nicht, oder? Wäre ja. doch cool. Dann, was hat, denn, was hat das Auto für einen Motor? Das können wir nicht ändern. Wie viele Liter verbraucht das Auto? Das können wir auch nicht ändern und so weiter. Mhm. Wie viele Personen werden durchschnittlich befördert? Wie viele zusätzlichen Fahrzeuge? Können wir jetzt auch nicht direkt ändern. Mhm. Aber wo man natürlich wieder was ändern könnte, ist später Flüge. Also der Durchschnittsösterreicher hat 0,5 Stunden Kurzstreckenflüge im Jahr und eine Stunde Langstreckenflüge. Da kann man sich halt überlegen, macht man mal öfters mal einen anderen Urlaub und fahrt nicht, flügt nicht jedes Jahr. Ähm, wohin? Mhm. Wobei die eine Stunde Langstreckenflüge, das ist ja wahrscheinlich auch so also ein Durchschnittswert, die denn. Das heißt, halt, Über mehrere, ja. dass, dass jemand halt alle drei Jahre mal einen Langstreckenflug macht. Mhm. Jedes Jahr einen Langstreckenflug von einer Stunde. Das wäre ja dann nicht wirklich ein Langstreckenflug. <lacht> genau. <lacht> wie viel macht jetzt, das ist Us, Entschuldigung, mhm. wie viel das ist machen? Das macht Geht gewaltig jetzt? viel los. Äh, wenn ich jetzt da also sage, ich mache jetzt gar keinen Urlaub mehr mhm. mit, mit Flügern. Ich sage jetzt, die tun jetzt die Kurzstrecken äh, auf Null und auch die Langstrecken auf Null. Mhm. Ups, dann haben wir da gleich okay. äh, Null. Geht das nicht? Okay. Ja, ordentlich. Also wow. Köpfmann mhm. ähm, Säger halt Auto, da. Auto, Auto stark reduzieren, minus ein Viertel. Mhm. Flugzeugverzichter normal minus ein Viertel. Mhm. Ja. man Sega. Ja, jetzt wären wir auf der Hälfte. Mhm. Ja, das finde ich ist ja auch realistisch, oder? Also ich kann ja wirklich innerhalb von Europa überall mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Also ja. finde ich, wäre schon angemessen. <laughs> Und wenn ich dann wirklich mal, keine Ahnung, ähm, nach also, in der Südafrika fliegen will, das, da wird es halt dann schon ein bisschen schwierig. Mhm. <laughs> dann muss ich halt fliegen. Also, das wäre jetzt mein Ansatz. Ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet. Das mache ich dann halt nur einmal alle, weiß ich nicht, sechs Jahre, keine Ahnung. Ja, er? sowas mhm. in die Richtung. Wie viele da. Stunden sind das? Kann man sich mal ausrechnen. Bist ja, wahrscheinlich wieder im Durchschnitt. Mal. <laughs> mhm, schau mal bei mir nachher. Genau, und jetzt geht es mit Bus, Bahn und aktive Mobilität. Da kann man sagen, ja, wir haben eine Jahreskarte. Und sind so, so, so und so viele Stunden mit Bus und Bahn unterwegs. Und das sieht man auch, wenn ich mit der Stunden stark nach oben gegangen, dass ich da nicht viel dort im äh oh wow, ja. Fußabdruck für die Mobilität. Also ich meine, es der geht der automatisch nach oben die Stunde, wenn ich mit dem Auto zurückgehe. Weil mhm. es ist ja, realistisch, ja, dass ich halt den einfach mit da bleibe. Genau, wenn ich mit dem Auto, <laughs> wenn ich weniger Auto fahre, geht das drastisch zurück. Wenn ich dafür viel mehr Bus fahre, dann geht das wieder leicht hoch, aber minimal nur, ja. hm? Was denn wieder unseren Bierkonsum von vorhin wieder erhöhen könnte, gell? Mist. <laughs> Sprichst du von deiner Corona Zeit, Karin? Ach, absolut gar <laughs> nicht. Genau, dann kommt dann die Frage, wie oft äh, nutzen Sie gehen oder Radfahren für ihre, ihre Mobilität, wenn ich da natürlich sechs sehr oft und bewusst, Ganz natürlich auch wieder nach unten. Ja, leicht. Hm? Und das haben wir jetzt haben wir die Mobilität auch durch und dann haben wir noch neben der Ernährung ist das der zweite große Bereich der Konsum allgemein. Und da kann jetzt jeder ganz individuell sehr viel machen. Mhm. Weil der Konsum ist natürlich sehr individuelle Sache je nachdem was man für Hobbys hat, was man so unternimmt, ob man gern von Netflix sitzt und streamt oder lieber ein Buch liest oder ob man halt ein aufwendiges Hobby hat oder ein einfaches. Aber wenn wir uns da mal uns anschauen, was wir da so machen können von der Wohnungsausstattung, dass wir sagen, ja, man hat eher bedacht, äh, bedachter Umgang mit der Wohnungsausstattung. Mit also Möbel. ich zertrümmer nicht jeden Tag alle Aus meine Möbel. Mm. Ich mal mein, schon. Also wenn ich in Hotels bin und Rock'n'Roll machen will, aber es ist ja nicht meine Ausstattung. Ja, ja. Absolut, ja. nicht deine Meinung. Wenn man sagt, das Smartphone nur alle zwei bis vier Jahre tauschen, dann geht das auch wieder ein ganzes Stück zurück. Ja. na nicht, nicht so viel, wenn ich denke dann. Ja, weil es oft sehr schwierig ist, Martin. Ich versuche immer wieder, mein Handy länger zu Balter und entweder stirbt durch unglückliche Missgeschicke. <laughs> <laughs> Oder es Feste ist einfach, Hülle. da hat die Hülle auch nicht mehr, auch nicht mehr also, das ist eine richtig coole, Outdoor, richtig starke Outdoor-Hülle. Ja, und, dann, und dann, wenn man den Akku muss ich, also bei meinem Smartphone muss ich den Akku ungefähr alle drei Jahre mal duschen. Ich habe sie auch meistens so. Also, noch drei Jahre wird er halt richtig schwach, aber ja. äh, vielleicht noch zwei, Jahre, drei Jahre Dusche und dann kann man es nochmal zwei Jahre verwenden und dann kann man es ja wieder verkaufen. Also sich wieder ein anderes Mal gönnen oder wieder ein gebrauchtes Koffer. Also, da könnte man schon sehr viel sparen. Gebrauchtes rein. Koffer? Mhm. Tatsächlich bin ich noch nie auf die Idee gekommen. Hände, mhm. gebraucht schlecht. Koffer? Es ja. gibt ja da solche, die sind, äh, ja, oh, wow. die sind nicht einmal so alt ja ich habe das jetzt eigentlich regelmäßig gemacht Wirklich? Also ich übernehme es auch gern von Freunden oder so die da oh. halt regelmäßig was Neues kaufen um, und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und cool. ich kann auch zum Glück bin ich nicht ganz ungeschickt und hm. schauen wir dann auch so Reparaturvideos an und repariere dann mein Handy auch selber mit, wenn der Akku tauschen mit Reis und Kohl <laughs> ja, Wasserschade hat mit Reis naja <laughs> Wie oft streamen Sie? Durchschnittlich zwei Stunden pro Tag. Da muss ich sagen, da bin ich nie ja jemand, der, der eher mehr streamt, aber der viel streamt oder sehr viel streamt. Ja, viel, eher viel streamen. Blöde Frage. Aber das streamen. Sich auch so nicht so viel. das ist nur Fernseher. Also, ja, auch Facebooken Alles. und Ach so Co. ist nicht streamen. Nee. Doch, bei Facebook läuft sehr viel äh, Videos. Ach so, und die Frage. ganzen Videos, die man sich anschaut, gerade YouTube und so weiter, die werden ja alle für dich als Konsument entsprechend äh, gerendert mhm. oder äh, transkodiert. Die sind in einem bestimmten Format auf dem YouTube-Server. Du schaust das auch auf dem, auf dem iPhone oder auf dem Rechner oder auf dem Beamer. Und je nachdem wird es in einer bestimmten Auflösung zu dir geschickt. Und jedes Mal brauchst du natürlich Rechnerleistung okay. für so Transkodierung. Um. ob ich das will oder nicht. Einfach beim Vorbeiscrollen wird das geladen. Ne? Okay. Genau. Und bei dir am, bei dir am, am Smartphone brauchst du natürlich auch wieder für ein... Äh, mhm. Die Dekodierung äh, Energie. Okay. Aber ist nicht so Und arg. wer das genauer wissen will, äh, ich habe mir das Das iPhone hat eine Funktion, wo aufnimmt, wie lang du am Tag genau. am Handy warst. Und äh, ich sag, acht Stunden waren schon dabei. Nicht bei mir, aber bei Leuten, die wir kennen. Mhm. Ja, das, das, kann, geht das geht echt schnell, weil du halt ja. alles machst mit dem. Da hast halt ja. eine bestimmte Anzahl von Stunden in Social Media mit dem Kamera-App. Je nachdem, was du halt damit machst, ja. Mhm. Genau, machen wir mal weiter. dass sind jetzt ja. sehr klar abgeschrieben habe, ja. Also sagen wir mal, ja, mit dann eher wenig Streamen und Umgang mit Papier, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte jetzt, äh, man kann sich so einen Picker auf den Briefkasten erklären, dass man gar nicht erst die ganze Werbung immer kriegt. Das hat macht. Mhm, das ist wichtig, ja. Bringt ab und zu so nicht mehr so viel. Ja. Ja, also, schon, also, ich dann dann selten, selten Werbung. Und je Lieber Postbote. Beachtet man mit Post doch ja. das Kleberle. <laughs> also, sehr bewusst reduziert, wenn man selber Papier produziert, nicht viel, was alles ausdruckt, äh, wenn man auf die Werbung verzichtet. Und wenn man mal was ausdruckt, dann gleich der nächste Punkt: äh, Recyclingpapier verwenden. Und dann sieht man, Gott, dass ich wieder ein Stück habe. ja, wow, das war aber, zeig nochmal, komm. Na, ja, das ist aber schon auch nicht schlecht. Das macht wirklich ja, auch einen Unterschied. Ja, macht auch wieder einen kleinen Sprung. Also, das sammelt sich denn. Es ich sind ganz viele kleine Dinge, was wir im Konsum machen können, die sich dann wirklich äh, ja, mhm. zu, einer, zu einer größeren Reduktion sammeln. Bei der Bekleidung, wie mhm. ist die Konsumverhaltung bei der Bekleidung? Lange Nutzung, dass man halt auch wieder langlebige, gute Kleidung kauft. Und nicht solche, wo halt noch ein paar Mal Wäsche verzogen ist, kaputt, geht, billige Sachen. Das macht sich dann auch wieder bemerkt. Und ja. Socken stopfen sehr bescheiden. Sockenstopfen. Um, Sockenstopfen. Hast du das? Nö. Ich kann meinen <laughs> Knopf annähen. Knopf annähen schaffe ich noch. Sockenstopfen. Ich nähe, ich nähe das Loch immer zu beim Socken. und also Stopfen nicht, sondern ich nähe es einfach zu. Ja, ich ich Sockenstopf das nicht <laughs> Nein, das ist Sockenstopfen nicht genau das? Ist nicht. Nein, das ist nicht das. Sockenstopfen machst du mit dem Faden eine neue Fläche. Ach so. Ah. Nicht einfach das Loch zunähen, aber... <laughs> Also ich stopfen hast ja äh, wieder auffüllen. Ah jetzt, ja, okay, das macht, Sinn, das macht Sinn. <laughs> Gut, sagen wir beim Alltagskonsum. Beschreiben Sie, Ihren beschreiben Sie Ihr Konsumverhalten im Alltag. Da gibt man jetzt einfach wie viel Geld gibt man denn so im Monat Us für einen Alltagskonsum? Oh, das ist schwierig. Waschmittel, CDs, Kinokarten, Kosmetikspielwaren, Friseurbesuche und so weiter. Ja, da Nahrungsmittel sind jetzt nicht dabei. Ne? No. Die waren ja schon woanders dabei. Also das Wenn man sagt, eher bedacht ja. oder sehr bedacht oder wenig oder ganz bewusst reduziert unter Na, also 100 da Euro, dann geht ja natürlich 100. extrem weit 100, unter. Ja. Also da komme ich fix unter 100. Ich glaube, das kriegt man schon her. Ja. Ja, nicht mal. das Schaf, Boah, Leute. Das ist bis jetzt der größte Effekt. Das hat einen Rieseneffekt. Effekt. Ja, das ist auch heftig. Also beim dem, bei Kon dem Konsumhaus ist das der größte Effekt, wenn man sagt, äh, den Alltagskonsum okay. sehr reduzieren, mhm. weniger Geld ausgeben. Mhm. Ähm, Umgang mit Plastik in den gelben Sack, das machen die meisten, mhm. nicht in den Restmüll oder direkt beim Recyclinghof äh, mhm. abgehen. Also da gibt es auch eine andere Möglichkeit, da der Gott so eine leichte mhm. Aber ja. And Abfall oder der Anteil von Restmüll pro Woche. Wie viel Kilogramm mhm. pro Woche haben wir an Restmüll? Durchschnittlich wenig oder sehr wenig? Das tut mir so schwierig. Da habe ich mit dem Martin eh schon diskutiert. Oder Wie schwer ist ein Restmüllsack? Ja, stimmt. <laughs> Auf die Wortstelle. Ja? Mhm. <laughs> das müssen wir uns nachher anschauen. Dann können wir es mhm. eingeben. Beschreiben Sie einen Einsatz von second hand produkten und Weitergabe funktionierender Güter? Selten, manchmal oder oft? Und das ändert sich natürlich auch nochmal. Ja? Ja, das macht ja. auch viel aus. Jetzt sind wir schon bei der Hälfte. Beim Wenn wir oft versuchen. Secondhand verwenden, oder? Aber ich glaube, oft ist nicht realistisch. Ja. Weil oft finde ich ja. es nicht realistisch. Aha, bei dir. Also zum Beispiel ja. die, die Mikrofone, mit denen wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Stimmt. Die sind alle Secondhand. Die sind ja. alle Echt? gebraucht. Ja. Mein Handy auch, mein Laptop auch, mein iPad auch. Meine Kleidung überhaupt nicht, leider. Wir haben viele Aber Dinge, mein Fahrrad draußen, das draußen da stetig ja. gebraucht. Meins ist. auch, ja. ja. Nein, ja. es gibt <laughs> Möbel auch. Oh wow. oh wow, ich bin so pure. Hui. Und dann sind wir schon bei wieder Hobbys. Äh, welche Hobbys betreiben Sie? Und das ist natürlich sehr individuell, da, je nachdem, ob man Was kann man da auswählen, aufwendig, durchschnittliches aufwendig. oder ein geringes, okay. geringes Hobby ist zum Beispiel Gärtnern, musizieren. Mhm. Ah, okay, da gibt es Beispiele dazu. Ein Tanzen. geringes Hobby. Was heißt Hobbys? Geringe. Das es für mich, weil das wahrscheinlich eher gering. <laughs> Wenn ich da natürlich als Hobby irgendwie, ähm, ah, was machen ju, denn da? Fallschirmspringen, Segeln. Hochseesegeln. Uh, und Heliskiing. Heliskiing und Uey. Motorsport, das ist natürlich sehr aufwendig. Okay. Und da, Boah, da, da geht's aber rauf. Stark nach oben. Ja. Wow, krass, alles zunichte oh. gemacht. Mhm. Bei mir wäre es eher zwischen, zwischen Durchschnitt und gering, denke ja. ich mal. Ich bin natürlich schon öfters mal Bergwandern, warum das so immer viel mehr braucht. Ja, naja, aber Wandern, Wandern ist weniger. Ja, ja, Bergwandern okay. steht da, weil man vielleicht mhm. mit dem Auto... Also wandern ist weniger wie Bergwandern. Mhm. Na, aber wir fahren nicht mit dem Auto hin. Nein, 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 wir fahren in Vorarlberg ja, mit öffentlich auf den mit dem Wanderbus Beim so. es ist wieder was anderes, ja, aber ja. das ist halt so eine daumen mal Pi geschichte Und okay. dann sind wir schon beim Urlaub, und oh, wie gestalten sie ihren Urlaub und da kommt es natürlich auch oh, drauf, sitzt man in einem fetten Hotel oder mal auf, eher auf der Almhütte oder beim mhm. Campen oder bewusst ökologisch oder Couchs wow. Couchsurfing. Okay, ja. Oder. Daheim bleiben. Also was ist schon gut für Sie zwischen daheimbleiben und Couchsurfen, ja? Sag mal. Ja, das ist ja, schon, das ist schon, schon ein was. was. Mhm. Gut. Und was man natürlich auch nicht von heute auf morgen ändern können, sind unsere Haustiere. Die können wir nicht einfach wegschicken ja. und sagen, so, lieber also wenn Hamster, nicht nett, geh nein. mal. Bitte damit nicht mehr machen. Einen Fußabdruck Bitte nicht machen. Aber was man machen kann, wenn man das nächste Haustier in sein Haus lässt, ist vielleicht eins zu nehmen, das nicht extra gezüchtet wurde, sondern das in einem Tierheim war oder auf der Straße oder sonst wo. Gut, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Wir sind schon am Ende. Wir haben alle vier Säulen: Ernährung, Wohnen. Mobilität und Konsum durchgearbeitet und sagen oben schon, aha, da hat sich einiges durch, mhm. hat ja, sich überall krass. was gesenkt. Und das sind wirklich jetzt nur Dinge, die man vor eigentlich vor Hüt auf Mann eigentlich machen könnten. Mhm. Wo man jetzt nicht groß, klar, nichts verkaufen müssen, nichts äh, anschaffen müssen. Nicht schnell das Haus abreißen und ja. passive Haus bauen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt den Verbrauch an Erden ansehen, also am Anfang war der auf 3,8 Planeten. Wenn jeder so wie wir in Österreich leben würde, bräuchten wir 3,8 Planeten, das ist so der Durchschnitt. Und jetzt durch unsere Pure-Handlungen sind wir schon bei ca. 2,3, 2,4 Planeten. Klingt jetzt immer noch viel, ist es auch. Das liegt halt auch daran, dass wir jetzt ja nur die alltäglichen Handlungen angeschaut haben und dass eben der gesamtgesellschaftliche Teil da rechts, der graue, extrem viel ausmacht und wir da halt eben nichts machen können, weil das liegt halt in der Hand der Politik. Ja, aber schon irgendwo in unserer Hand, weil wir können natürlich entscheiden, wenn wir wählen. Ja, ein guter Punkt. Und ob wir auf Demonstration gehen oder uns für Dinge einsetzen. Und jetzt ist noch ganz interessant bei diesem neuen Rechner, da können wir nach unten scrollen. Da gibt es einen Punkt äh, selbst aktiv werden. Da sind so die Tipps drin, was man machen kann. Cool. Also das, was wir noch nicht angehockt haben, dass man beispielsweise noch mehr äh, aufs Auto reduzieren könnte äh, im Konsum und so weiter. Aber es gibt auch einen Punkt, gemeinsam aktiv werden. Und da gibt es diesen graue Fußabdruck. Wenn wir uns den aufklappen, dann sieht man das all, dass wir jetzt eben diese 2,3 Erden benötigen. Und jetzt gibt es Dinge zum Anhaken. Und das ist, das sind so die politischen Maßnahmen, die umgesetzt uh, werden können. Das ist aber cool. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ja, Umsetzen einer wirksamen Maßnahme einer ökologischen Steuerreform, check. Wandel zu erneuerbaren und Fußabdruckfreundlichen Energiewarmen, check. Ökostrom wow. in allen öffentlichen Einrichtungen, check. Ökologisierung vom Straßenbau und sicherer Radwegausbau und so weiter. Wenn ich das alles mit anhake, dann sinkt dieser graue Wurzelabdruck auch mm. oh, nochmal richtig stark nach unten. Also ja. drei Viertel sind, wir, sind weg von ja. dem Balkan. Und jetzt sind wir von 2,3 Planeten auf nur noch 1,6 Planeten. Ist Boah. immer noch zu viel? Mhm. Aber das finde ich jetzt auch spannend, weil das sagt ja auch ganz deutlich, liebe Leute, das, was viele NGOs jetzt aktuell machen, um ähm, der Politik zu sagen, hier gehört was getan. Mhm. Die haben schon recht. Auf jeden Fall. Das ist schon unser Fazit. Es ist wichtig, dass man selber was macht. Wir sind um die Hälfte heruntergekommen. Wir sind sehr stark nach runtergekommen. Nur mit alltäglichen Handlungen. Mhm. Aber gesagt, es ist auch wichtig, dass, dass die politischen Maßnahmen umgesetzt werden <laughs> und dass die Politik was macht, was wir aber wieder durch Aktionen, durch äh, unsere Stimme an die Politik erreichen können. Ja. Und wie gesagt, wenn ich sage, jetzt verzichte ich auch noch aufs Auto und äh, habe vielleicht auch noch eine bessere Heizung und so weiter, dann komme ich tatsächlich auf einen Planeten. Das ist möglich. Es mhm. ist tatsächlich möglich. Auf Heizung zu Verzichten? Na, wie ziehen dich halt an. <laughs> wie dich halt gescheit an, Mann. Hey. <lacht> <lacht> Was, auf die Heizung verzichten? Habe ich das gesehen? <laughs> Na, das habe ich jetzt gesehen. Das hast du gesehen? <laughs> Nein, wir verzichten aufs Auto und wir fliegen nicht mehr. Ähm, machen wir gerade mal schnell. Mhm. Ähm, Kurzstreckenflüge 0, Langstreckenflüge machen wir jetzt auch 0 statt 1. Ähm, dann sind wir mit der Mobilität ja fast komplett unten. Ordentlich. Äh, beim Wohnen kann man natürlich erklären, was man machen, dass man sagt, man sa wird, das Haus wird thermisch saniert. Ähm, wir machen eine nice Kommune. Wir machen <laughs> eine WG. <laughs> wir grünen das Dach. Ähm, also eine öko kommunikation mhm. <laughs> Keine Sorge, die Leute, die eine haben, wir lachen euch nicht aus. Also ja, das ja. war jetzt nicht so gemeint. Und wir haben da, ja, wir sanieren mal die Heizung, was auch immer und Teilsolar. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und dann ist es wirklich so, dass wir da schon ähm, ja, fast ja. schon auf einen Planeten kommen. Wow. Also es ist nicht unrealistisch. Wir müssten wirklich eigentlich. Einfach uns nur ein ganz kleines bisschen am Riemen reißen, einfach in unseren Alltag diese mhm. nachhaltigen Dinge einpflegen, die wir euch so ähm, zu Herzen legen und versuchen, die Politik zu beeinflussen, dann schaffen wir es vielleicht doch noch irgendwie in der Zukunft zu haben. Mhm. Das wäre doch was. Und was jetzt mega spannend wäre, wenn äh, ihr da draußen, wo es jetzt zugelassen habt und nicht mitgemacht habt beim ökologischen Fußabdruck oder den gerne nachmachen. Uh, schicken doch eure Ergebnisse, teilen sie mir auf Facebook, auf Instagram, mhm. uh, machen Fotos für irgendetwas, wo ihr verändern, wo ihr Cools gemacht habt, wir der Plastik sparen, wird, Zugfahren ganz egal. Teilen das, sagen, dass es Spaß macht, uh, tagt uns. Genau, und mit Tag of Pure Leben in Vorarlberg. Genau, für eine Gemeinschaft <laughs> mit Pure. Und damit geht unsere heutige Episode zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine tolle Bewertung da lasst. Kommentiert gerne zu diesem Podcast mit. Schreibt darüber. Sprecht mit Familien und Freunden über diesen Podcast. Und alle wichtigen Infos zur heutigen Episode, die findet ihr in der Factbox in der Beschreibung zu diesem Podcast. Wir sagen wieder mal, danke fürs Zuhören. Danke für die, die schon. Lange dabei sind und äh, auch schön, dass ihr vielleicht heute das erste Mal unseren Podcast gehört habt und dann hören wir uns hier wieder in zwei Wochen.